Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir eine weitere Episode vom FIFA Talk am Start. Das heißt, auch heute reden wir wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Insgesamt sind es wieder 5 Stück. Und falls ihr das öfter sehen wollt, Leute, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Checkt gerne auch noch Instagram ab. FIFA Allstars Underline David heißt ich. Dort würde ich mich extrem freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon direkt mit dem allerersten Thema. Und dabei handelt es sich um das Team of the Year, welches demnächst auf euch zukommen wird. Und beim Team of the Year, für alle, die es noch nicht wissen, gibt es spezielle SBCs. Es gibt Special Packs, es gibt aber auch natürlich das Team of the Year an sich. Also Torhüter, Verteidiger, Mittelfeld und Angriff. Diese kommen nacheinander. Es kommen nicht alle auf einmal, sondern es kommen zuerst Torwart plus Verteidigung, dann Mittelfeld und dann der Angriff und dann am Ende nochmal das gesamte Team of the Year. Das heißt, falls ihr Packs öffnen wollt, dann würde ich euch eher raten, am Ende zu ziehen, denn da habt ihr dann eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen Team of the Year zu ziehen, da eben dann alle gleichzeitig in den Packs sind und sonst eben zum Beispiel nur die Mittelfeldspieler. Und da habt ihr natürlich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ja, viel mehr gibt es zum Team of the Year auch nicht zu sagen. Es wird höchstwahrscheinlich Mitte Jänner rauskommen. Das genaue Datum steht leider noch nicht fest. Und da stellen sich natürlich viele die Frage, sollen sie jetzt ihre Spieler auch verkaufen oder eher nicht so, denn es wird wahrscheinlich wieder ein Marktcrash kommen. Und falls ihr wollt, dass ich dazu nochmal ein genaueres Video mache, wo ich das Ganze ein bisschen analysiere und euch auch sage, wie ihr mit den meisten Coins dann aus dem Team of the Year rausgeht, dann ja, schreibt mir das gerne einfach mal in die Kommentare, dann werde ich so ein Video auf jeden Fall demnächst für euch bringen. So Leute, beim zweiten Thema geht es darum, wie ihr Squad-Filling-Challenges, bei denen ihr 100% Loyalität braucht, abschließen könnt, ohne dass ihr Niederlagen bekommt. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich meine damit einfach, dass ihr jetzt nicht 10 volle Spiele machen müsst, um eben diese Spiele auf Loyalität zu bringen, sondern da gibt es eben einen Trick, um die Spiele abzubrechen, aber halt dennoch keine Niederlage zu kassieren. Und dazu habe ich euch einfach mal ein Video in der Beschreibung verlinkt, das Video habt ihr ich auch vor einigen Wochen mal gemacht. Also das ist jetzt eben ein Video, was ich euch verlinke, aber das wissen eben viele nicht. Und viele fragen mich dann, wie man das Ganze lösen kann, ohne Loyalität zu nehmen bei bestimmten Squad-Building-Challenges. Aber es gibt eben die ein oder andere SBC, wo du unbedingt eine Loyalität brauchst. Also du brauchst Spieler mit Loyalität, sonst kannst du das Ganze nicht abschließen. Ne? Und dafür ist dieses Video eben auch gedacht. Also falls ihr das noch nicht wusstet, dass ihr eben Spiele abbrechen könnt, indem ihr gegen das Team of the Week spielt und dadurch dann eben keine Niederlage bei eurer Bilanz dazu bekommt, dann solltet ihr euch dieses Video unbedingt anschauen, denn ja, dadurch könnt ihr diese SBCs eben lösen, ohne dass ihr eben auch Niederlagen dazu bekommt. Also ich denke mal, ihr wisst jetzt eh schon, was ich meine. So Leute, beim dritten Thema geht es um einen Duplication Glitch in FIFA 18 und sowas ist meiner Meinung nach verdammt interessant und verdammt kurios. Und zwar hat mir das ein Abonnent auf Instagram geschickt, danke auf jeden Fall an dich an dieser Stelle, und er hat es irgendwie geschafft, seine Spieler zu multiplizieren, und das war auf der Companion App. Er hat das halt einfach aufgezeichnet, er hat irgendwie Spieler angeboten und hat dann irgendwann eine Fehlermeldung bekommen, ich glaube beim 5., 6. Spieler hat er dann eben eine Fehlermeldung bekommen und plötzlich waren seine Spieler dupliziert. Er hatte jeden Spieler mal 2 in seinem Verein. Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass das Ganze nur ein Anzeigefehler sein dürfte, denn wenn nicht, dann wäre das schon komplett kurios. Aber es gibt auf jeden Fall wieder einen Duplication Glitch in FIFA 18. Wieso sage ich wieder? In FIFA 15 gab es nämlich auch schon mal einen. Da habe ich auch selber ein Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das einfach mal. Da seht ihr auch, wie anders ich jetzt rede im Verhältnis zu damals. Also Stimmbruch und so, ihr wisst Bescheid. Und ja, da konnte man das Ganze halt auch machen. Also man konnte auch Spieler duplizieren. Allerdings war das auf der Konsole möglich, indem man, glaube ich, auf die Anweisungen gegangen ist und dann hat man auch irgendwie eine bestimmte Tastenkombination gemacht und auf einmal waren die Spieler dupliziert. In diesem Fall, also in FIFA 18, bei diesem FIFA 18 Duplication Glitch, ist das irgendwie nur auf der Companion App möglich. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal hattet. Ich habe es bis jetzt nur von diesem einen Abonnenten gesehen und ich selber hatte den Duplication Glitch in FIFA 18 auch noch nie. Okay, wir gehen rein ins vierte Thema und hierbei geht es darum, dass bestimmte Spezialitäten online nicht da sind. Was meine ich damit? Ein Spieler hat bestimmte Eigenschaften und Spezialitäten. Spezialität wäre zum Beispiel Flitzer, Dribbler, Distanzschüsse, Akrobat, eiskalter Torjäger oder kompletter Angreifer. Das sind so zum Beispiel Spezialitäten, die ein Spieler haben kann. Und diese sollten natürlich offline sowie online da sein. Allerdings waren teilweise bei manchen Spielern diese Offline-Traits zwar da, also offline waren sie da, aber die Online-Trades waren nicht da. Also es war irgendwie so, dass du online die Eigenschaften bzw. die Spezialitäten nicht hattest, offline aber schon. Zum Beispiel bei Promes hast du halt offline eben die ganzen Spezialitäten, die ich jetzt auch gerade genannt habe,
Und online war einfach nur der Akrobat da. Also richtig kurios. Genau dasselbe auch bei Alsoma. Der hatte Lufthoheit, Distanzschüsse. Distanzschütze, Freistoßspezialist und eiskalter Torjäger. Und online hatte er keine Spezialität. Das heißt natürlich dann auch, dass der Spieler online viel, viel schwächer ist, als er offline ist. Ich denke mal, dass sie das bis jetzt schon gefixt haben. Das Ganze ist schon ein bisschen länger her, dass ich dieses Bild gefunden habe. Aber auch sehr, sehr kurios. Und da verlinke ich euch natürlich auch noch Dihan, denn von dem ist das Bild, der hat das zusammengestellt. Und ja, das ist interessant und ich hoffe, dass sie das bis jetzt auf jeden Fall gefixt haben, denn sonst wären einige Spieler einfach um einiges schlechter online als eben offline. So Leute, zum Abschluss habe ich nochmal was sehr Hilfreiches für euch, falls ihr Squad Building Challenges macht. Und zwar habe ich letztens einen Hyperlink benötigt zwischen RV und RM. Und zwar habe ich nämlich auch eine Lösung gehabt, die habe ich mir im Internet angeschaut und dieser Hyperlink zwischen RV und RM, der war mir einfach viel zu teuer. Der hat, glaube ich, 10.000 Münzen gekostet. Da habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Ich brauche da nur irgendeinen random Hyperlink. Den nehme ich sicher nicht, wenn der 10.000 Münzen kostet. Dann lohnt sich die ganze SBC für mich nicht mehr. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt RV und RM Hyperlink. Und da bin ich dann auf die Seite Footwits gestoßen. Die kennen, denke ich, die ein oder anderen auch. Und da gibt es eben diesen einen Bereich, wo man eben Hyperlinks nachschauen kann. Das wusste ich bis jetzt nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Da könnt ihr dann, keine Ahnung, Innenverteidiger zu Innenverteidiger Hyperlink suchen oder Stürmer zu linken Mittelfeld Hyperlink. Das ist extrem gut, falls ihr eben SBCs macht, falls ihr einen Hyperlink braucht, dann müsst ihr nicht den teuren nehmen, sondern könnt da mal schauen und ein bisschen ja, versuchen, welcher denn der günstigste wäre. Und so könnt ihr euch einige Coins sparen und das ist, finde ich, sehr, 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 sehr hilfreich und das habe ich eben euch auch in der Beschreibung verlinkt. Okay, Freunde, damit war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk. Falls ihr euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Mich würde es auch freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischauen würdet. Würde mich echt sehr, sehr freuen. Und ja, dann war es auch schon mit dem Video. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und...